Guten Tag, meine Damen und Herren. In diesem kurzen Video möchte ich Ihnen Einblick gewähren in unser Paket EasyPay und hier speziell in unsere Personaleinsatzplanung von ADP. Dies gehen wir natürlich an einer fiktiven Firma durch. Ich möchte schwerpunktmäßig auf drei Dinge eingehen. Zum einen die Dienstpläne, die Sie hier schon sehen. Zum zweiten das Aufgabenmanagement, beides aus der Sicht des Vorgesetzten. Und zum Schluss das Ganze aus der Sicht des Mitarbeiters. Wir sehen hier den Standort der Mutter und den Bereich Küche, in dem unser Servicepersonal arbeitet. In der Mitte sehen Sie dann die eigentliche Schichtplanung. Wir haben zum Beispiel hier die FS, das ist die Frühschicht in hellgrün, die ab 6 Uhr beginnt, und die Spätschicht in dunkelgrün, die ab 16 Uhr beginnt. Hier links haben wir die Mitarbeiter, die ich einfach per Drag and Drop in die jeweiligen Schichten ziehen kann. Wir haben hier den Herrn Frodo Beutlin am Montag in die Frühschicht gezogen. Und das Gleiche möchte ich dann nochmal machen am Dienstag, aber in die Spätschicht. Folgendes passiert: Das System macht mich darauf aufmerksam, dass wir zwischen zwei Schichten nicht die gesetzlichen Mindeststunden beachtet haben, weil der Herr Frodo Beutlin hier am Mittwoch bereits in die Frühschicht eingeplant ist. Deswegen schiebe ich den Herr Frodo Beutlin am Dienstag in die Frühschicht. Somit ist er von Montag bis Freitag in der Frühschicht eingeplant. Das Ganze haben wir jetzt für die KW 15 gemacht und möchten natürlich diese Planung jetzt auch veröffentlichen, indem ich auf diesen Button gehe, weil ich mich bisher nur in der Planung befunden habe. Das Ganze bestätige ich und somit sendet das System meine Planung an die Mitarbeiter und ich sehe, dass für die KW 15 meine Planung veröffentlicht worden ist. Neben der Wochenplanung haben Sie hier die Möglichkeiten, auch andere Ansichten zu wählen. Ich gehe exemplarisch in die Monatstabelle hinein. Dort können Sie dann den kompletten Monat überblicken und sehen zum Beispiel hier, dass ein Mitarbeiter an diesen Tagen krank ist. Das wird bei uns durch ein Pflaster gekennzeichnet. Dies soweit zum Thema Dienstpläne. Des Weiteren gehe ich jetzt auf den Punkt 2 ein, das Aufgabenmanagement. Dort haben Sie einen Katalog. In diesem Katalog können Sie diverse Aufgaben für Ihre Mitarbeiter erstellen und diese auch zuteilen. Ich habe hier die Aufgabe Lagerhalle aufräumen erstellt. Diese Aufgabe ist täglich zu erledigen, von Montag bis Freitag, und zwar durch den Herrn Frodo Beutlin. Sie können eine Vielzahl an Aufgaben hinzufügen und dort auch Notizen hinterlegen. Dies zum Aufgabenmanagement. Wir wechseln jetzt zum letzten Punkt, und zwar der Ansicht für den Mitarbeiter. Wir befinden uns jetzt hier beim Herrn Beutlin in der Ansicht. Dies ist als Stempeluhr für den Desktop gedacht. Das können wir natürlich auch als Applikation für Ihr mobiles Endgerät verwenden. Wir gehen jetzt also in die KW 15 und sehen, dass der Herr Beutlin, wie von mir eben festgelegt, von Montag bis Freitag von 6.30 Uhr, von 6 Uhr bis 14.30 Uhr eingeplant ist, und zwar in der Frühschicht. Das heißt, er hat meine aktuellen Planungen bekommen. Wir gehen dann auch des Weiteren kurz auf das Aufgabenmanagement ein und sehen, dass hier Lagerhalle aufräumen zu den Aufgaben von Herrn Beutlin gehört. Sobald er diese erledigt hat, drückt er hier auf das Häkchen und der Vorgesetzte weiß Bescheid, dass diese Aufgabe erledigt worden ist. Ich wechsle nochmal ganz kurz in die Ansicht des Vorgesetzten. Sie haben eben nur einen kleinen Ausschnitt aus unserem System der Personaleinsatzplanung von der ADP gesehen. Die Vorteile für Sie sind klar. Sie haben mit der Personaleinsatzplanung ein integriertes System in Verbindung mit der Zeiterfassung
und der Lohngehaltsabrechnung. Das System ist mindestlohngesetzkonform und Sie können natürlich die Schichten, die wir eben geplant haben, auch automatisch in die Zeiterfassung übernehmen. Das heißt, es kommt zu keinen Doppelarbeiten und Sie wissen immer, wann die Mitarbeiter sich einstempeln müssen und wann die aktuellen Schichten sind, da alles online basiert ist und Sie das jederzeit abrufen können. Ich hoffe, ich konnte Sie ein bisschen neugierig machen und würde mich freuen, wenn Sie sich unsere ergänzenden Videos zu Lohngehaltsabrechnung und Zeitwirtschaft bei YouTube anschauen oder besuchen Sie uns direkt auf unserer Seite unter www.de-adp.com. Ich danke Ihnen vielmals.